Sie sind live mit dabei, liebe Fußballfreunde. Die Partie, die hat ja durchaus was in petto. Jedenfalls erhoffen wir uns sehr viel Spektakel am heutigen Nachmittag. Wobei das Wetter spielt eben noch nicht so wirklich spektakulär mit. Es regnet in Strömen. Der Platz scheint sehr tief zu sein. Doch die Offiziellen, die haben grünes Licht gegeben. Die Partie kann ja also wie geplant über die Bühne gehen. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Das Zeug zum Schlüsselspieler hat für mich auf jeden Fall Axel Witzel. Der ist immer präsent im Mittelfeld, der hat gute Ideen und der hat auch die Technik, um diese Ideen in die Tat umzusetzen. Ja, da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Und los geht's. Guerrero. Brandt. Das ist Sancho. Ball kommt vor's Tor. Da ist die Chance. Den hat er nicht voll erwischt. Hoffenheim. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Mario Götze. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt aber. Kadarzabek. Das Spiel ist ja noch jung, Hansi, aber wie ich dich kenne, hast du schon eine erste Einschätzung für uns. Also ein Kickstart ist das nicht. Beide wollen zunächst mal sicher stehen und dann mit zunehmender Spielzeit gucken, was geht. Tolles Gegenpressing. In die Gasse. Er hat ihn auf dem Fuß. Er versucht's. Das erste Tor! Sie haben den Ball erobert, Sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Dortmund liegt also mit einem Tor vorn. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Der kommt weit nach vorn. Super geklärt, von Hummels. Das ist schlitzohrig. Mario Götze. Thorgan Hazard. Ein entschlossener Vorstoß, aber eine ebenso entschlossene Abwehrarbeit. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Einfach nach vorne geschlagen.
Der kommt in ganz gefährliche Regionen. Hauptsache weg mit dem Ding. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort und er zieht ab. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man's dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Super, öffnender Pass. Und das war's schon wieder. Hazard. Hochriskant! Ganz sauberes Tackling. Er steht für den Begriff Endstation. Hazard! Da ist ein bisschen Platz für Hazard. Das ist ein Foul. Das muss eine gelbe Karte geben. Langer Abschlag vom Keeper. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dies. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Nach Durchgang 1 steht's also 1:0. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Dortmund führt nur mit einem Tor. Torgan Hazard. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Guerrero macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Er zieht ihn direkt aufs Tor. Weg mit dem Ding. Witzel. Er probiert es mal mit dem Heber. Er findet Mario Götze. Der Ball wird länger und länger. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Lukas Piszczek. Brandt. Rafael Guerrero. Rüber, nach rechts. Und ab die wilde Fahrt. Witzel.
Brandt. Guerrero. Mit der Brechstange. Hartes Tackling, aber alles regulär. Und die Kontergelegenheit. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber Sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits. Da kommt der Ball. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen Sie weiter zittern. Einfach mal rausgedonnert. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Substitutions taking place. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Riesenmöglichkeit! Ein ordentlicher Versuch, absolut. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz. Hoffenheim wechselt gleich noch einmal. Na, siehe da, sie wechseln gleich zwei Leute aus. Doppelwechsel, das ist mal eine Maßnahme. Der Trainer scheint sich so seine Gedanken gemacht zu haben. Raus auf die Seite! Kommt der an? Und langsam wird es zeitlich eng. Sie liegen hinten und sie müssen was machen. Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Und ein Schuss! Kompromisslos weggeschlagen! Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Was für ein kurzweiliges Spiel. Es ging hin und her. Am Ende macht das eine entscheidende Tor eben den Unterschied. Ja, Sie haben gut gearbeitet für dieses eine Tor und Sie haben am Ende verdient gewonnen. Das war's.